Guten Abend, werte Zuschauer, also guten Abend, Leute. Und zwar heute geht es an den Stack. Letztes Mal haben wir den Arbeitsspeicher besprochen. Das ist ein Datenspeicher, den wir eben erstmal im Pointer setzen müssen und dann können wir Store und Load machen. Und der Stack ist ein ganz kleiner eigener Arbeitsspeicher. In echt ist der Stack im Arbeitsspeicher integriert, meistens zumindest, abgesehen von jetzt ein paar Mikrocontroller-Ausnahmen oder sowas. Da ist der Stack, was der Stack eigentlich ist, werde ich gleich sagen, aber der Stack ist da im Arbeitsspeicher integriert, sprich Push und Pop sind nur geänderte Load- und Store-Befehle. Mit Push, also fangen wir vielleicht erstmal an, was der Stack ist. Im Datenblatt sehen wir hier unten den Befehl 9 und den Befehl 8 und 9 sind Push und Pop. Mit Push schieben wir das A-Register auf den Stack und mit Pop poppen wir das A-Register vom Stack. Sowas wie ein Store und Load. Jetzt hat der Stack sein ganz eigenes Zählerregister. Allerdings ist es jetzt kein Register, das wir ansprechen können oder das wir irgendwie in den Registern verfügbar haben, sondern das Register wird am Anfang auf 0 zurückgesetzt und dann wird es bei einem Push erhöht und bei einem Pop wird es erniedrigt. Sprich, wir haben gerade mal in dem Zähler die Adresse 0 in diesem mini kleinen Datenspeicher und der Zähler ist auch nur 4 Bit groß, was uns einen 16-Byte großen Stack verschafft. Es ist ein minimal kleiner Datenspeicher, der für allerlei Sachen nützlich ist. Wenn wir jetzt eine Subroutine aufrufen wollen, jetzt nicht auf dieser CPU, aber ihr solltet ja das Prinzip verstehen. Und diese Subroutine, die wird dann natürlich auch Register benutzen wollen, aber das Hauptprogramm hat vielleicht bestimmte Werte in diesen Registern stehen. Also macht man pusht zuerst die ganzen Register, dann macht man die Subroutine und dann poppt man wieder alle in umgekehrter Reihenfolge. Wieso eigentlich in umgekehrter Reihenfolge? Wenn der Zähler des Stacks, also der Adresseingang des Stacks, sich bei jedem Push erhöht und bei jedem Pop erniedrigt, dann haben wir ein sogenanntes LIFO, ein LIFO-Prinzip. Das letzte, was reingepusht wurde, ist das erste, was beim Pop wieder rauskommt. Wir pushen 1, wir pushen 2, wir pushen 3. Das kann ich mal kurz verdeutlichen. Vielleicht wir haben hier Adressen im Stack, wie normal. Wir pushen eine 1 auf Adresse 1, eine 2 auf Adresse 3. Okay, wir pushen eine 1 auf Adresse 0, eine 2 auf Adresse 1 und eine 3 auf Adresse 2. D Doppelpunkt und A Doppelpunkt. Und der Zähler zeigt beim ersten Push hierhin, dann zeigt er hierhin. Wenn wir dann nochmal pushen, dann zeigt er hierhin, dann pushen wir die 3. Dann wird er hierhin zeigen. Beim Poppen wird er sich dann dekrementieren. Dann wird er auf diese Adresse zeigen und dann wird er diese auslesen. Da werden wir jetzt mit Taktflanken arbeiten. Deswegen wird er erst dekrementieren, dann auslesen und zurückschreiben. Also, um das am den Anfang jetzt mal kurz zusammenzufassen: Der Stack ist ein kleiner Datenspeicher, der nach dem LIFO-Prinzip, LIFO-Prinzip arbeitet. Das letzte, was wir rein pushen, ist das erste, was bei einem Pop-Befehl rauskommt. Ziel und Quelle ist jeweils das A-Register bei uns. Das Register, das Zählerregister vom Stack, der Stack-Pointer ist nicht ansprechbar. Der Stack liegt außerhalb des Arbeitsspeichers, ist halt so ein eigener kleiner RAM für sich, der halt durch Push und Pop adressiert wird. Und ja, wichtig wäre sowas für Subroutinen, für Interrupts, für sonstige Sachen, damit eben die Registerwerte nicht verloren gehen, mit denen wir gerade arbeiten. Wie man es baut, seht ihr jetzt. Dazu gehen wir zunächst mal nicht in den Arbeitsspeicher, sondern in die Register. Da der Stack etwas in das A-Register schreibt, müssen wir zuallererst mal hier dieses A-Register Enable OR Gate erweitern. Unten einen weiteren Decoder hinbauen mit dem Code für Pop, weil Pop schiebt ja in das A-Register. Sprich, 9 wäre der Opcode für Pop und genau dann muss das A-Register freigeschaltet werden. Wir müssen keinen extra Dateneingangspin hinzufügen, weil das werden wir über den RAM regeln. Sprich, die Daten, die aus Pop kommen, sind dieselben, also sind in demselben Baustein wie der Arbeitsspeicher und deswegen ist das ja derselbe Pin. Das war es auch schon in den Registern. Nur einen neuen Decoder hinbauen für Pop und das OR geht hier vor A auf 4 erweitern. Die Daten kommen vom RAM-Pin. Als nächstes müssen wir unseren kleinen Datenspeicher, den Stack, erstmal bauen. Und wie gesagt, der Zeiger, die Adresse ist von diesem Adresszeiger, von diesem Stack-Pointer kommt die aus. Ist ein ganz eigenes Register, das wir nicht ansprechen können und das nur dafür dient, den Stack zu adressieren.
Beim Push wird dieses inkrementiert und beim Pop wird dieses dekrementiert. Da kommt dann eben auch dieses LIFO-LIFO-Prinzip zustande. Wir kopieren uns erstmal den Arbeitsspeicher und ändern hier in den Einstellungen Bitbreite der Adresse auf 4. So passt es schon mal. Den Clock hier können wir auch mal ganz weit nach unten ziehen. Einen weiteren Pin brauchen wir. Richten wir nach Osten aus, Datenbits 4, nennen den Pin A und schließen ihn hier im Dateneingang an. Bearbeiten das Aussehen von unserem RAM und machen diesen A-Eingang hier runter. Also auf die rechte Seite unter dem Adresseingang normalerweise machen wir den hier hin. Dann können wir schnell auf Main wechseln und können, das hier ist ja bekanntlich die Leitung, die aus A kommt, und können diese Leitung hier unten reinziehen. Jetzt haben wir direkt unseren Eingang für A. So, wieder zurück in den RAM. Was brauchen wir noch? Natürlich erstmal den Adresseingang. Dazu müssen wir wieder auf Register. Ich werde jetzt nicht den Zähler verwenden. Ich werde jetzt ein stinknormales Register verwenden. Ich weiß, man kann auch den Zähler benutzen, aber wir werden jetzt einfach nochmal das Register benutzen. Haben wir vorhin bei den Pointern auch so gemacht. Hätten wir es auch mit Zählern machen können. Wir nehmen aber jetzt mal, wir bleiben jetzt mal bei den Registern. Wer es mit Zähler macht, das geht genauso. Nur Register sind wir eben gewöhnt und Zähler hat so unnötig viele Schnickschnack-Pins. Will ich jetzt nicht unbedingt erklären. Am Ende sprenge ich wieder mal diesen Rahmen. Ja, dieser Ausgang, also der Takteingang ist natürlich erstmal hier beim Clock. Der Datenausgang geht natürlich erstmal zur Adresse. Ah, jetzt sehen wir so, dieser schwarze Balken hier signalisiert uns die Adresse, die gerade adressiert wird. Ganz wichtig, dieses Register müssen wir beim Trigger auf fallende Flanke stellen. Also Register anklicken, in den Eigenschaften fallende Flanke. Der Takt hier vom Stack selbst kommt auch vom normalen Takt hier drüben. Jetzt könnten wir eigentlich mal beschriften. RAM und Stack. Und zwar sind das folgende Bauteile. Ups. Das hier ist der Stack und das hier ist der RAM. Wie gesagt, bei uns getrennt. In echt ist der Stack meistens in einem bestimmten Segment, in einem bestimmten Block im Arbeitsspeicher integriert. Bei uns nicht. Ist eben einfacher. Wir hätten, wenn man es in einem Arbeitsspeicher integrieren, kann man auch mit Limit arbeiten und sowas und kann das Segment wechseln. Limit kann man hier, glaube ich, auch umsetzen. Natürlich, warum nicht? Und sonst, ja. Erste, was wir jetzt noch machen, ist hier am Datenausgang einen Tri-State-Puffer einfügen. Warum? Mit 4-Bit natürlich. Wir werden hier diesen Datenausgang für RAM und Stack benutzen. Und dann wollen wir natürlich nur, dass beides auch nur ausgibt, wenn es wirklich gewählt wird. Sprich, der Load-Befehl, das wäre der Opcode 4 hier, schaltet diesen Ausgang frei. Das ordern wir schnell mit einem Order-Gate mit 4 Datenbits. Und der zweite kommt eben von hier hinten. Wobei, das müssten wir gar nicht mit den Puffern machen, glaube ich. Nee, müssten wir gar nicht. Brauchen nur diesen Pull-Widerstand, der den Ausgang auf 0 zieht. Und müssen es dann noch verbinden. So, sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus, aber sei es drum. Wir könnten das vielleicht noch ein bisschen so hinziehen. Exakt, genau, das wollte ich jetzt mit diesem komischen Rechteck. Nein, dieser Load-Pin hier sorgt dafür, dass der Ausgang hier erst mit Adresse belegt wird. Sprich, das hier ist sozusagen unser Tri-State-Puffer und da ist unser Pull-Widerstand. Natürlich brauchen wir noch ein paar Decoder für Opcode 8 Push und Opcode 9 Pop. So. So, da haben wir unser Push oben, Pop unten. Was macht Push? Push gibt zuallererst natürlich mal den Store frei. Dann quetschen wir jetzt hier durch. Beim Push wird ja der Wert, der aus A kommt, in den Stack gespeichert. Ich werde es am Ende nochmal mit einem kleinen Programm verdeutlichen, wie der Stack arbeitet. Und Pop natürlich gibt den Load frei. Was ganz anderes, wir brauchen jetzt noch unser Rechenwerk für den Zähler, für den Stackpointer hier, der die Adresse angibt. Und das machen wir mal wieder mit unserem, wie gewohnt, mit einem Addierer.
und dem Subtrahierer. Beide bitte 4 Bit. Der Zähler ist auch nur 4 Bit groß. Können wir uns irgendeine Konstante holen und beide auf 1 setzen. Kennen wir auch. Eingänge sind der Ausgang vom Zähler. Dann brauchen wir unsere Tri-State-Puffer. Unseren Pull-Widerstand. Unser OR-Gate. Und dieses, der Zähler hier nicht von nirgends anders einen Wert bekommt als vom Rechenwerk seiner selbst, können wir ihn auch gleich damit verbinden. Ist natürlich noch rot, weil die Tri-State-Buffer noch nicht ausgewählt sind. Addieren, also inkrementieren, tut er, wenn wir einen Push-Befehl, wenn wir in den Stack reinschreiben. Und dekrementieren tut er sich, wenn wir aus dem Stack laden. So viel dazu. Jetzt könnte ich das mal schnell testen und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Schöne Grüße vom Bilddoser. Der hat mich gerade mal angeschrieben. Hi. Gruß zurück an dich. Okay. Ich werde jetzt nochmal schnell erklären, was der Stack ist. Und er funktioniert. Dann werde ich auch nochmal kurz zeigen. Und ich werde euch erklären, warum das mit der fallenden Taktflanke doch funktioniert. Ihr werdet gleich sehen, dass es ein kleines Problem dabei gibt. Aber das ist eigentlich gar kein Problem. Hängt damit zusammen, wie dieses ganze Teil, die MM4001 am Ende arbeiten wird. So, der Stack, der ist ziemlich hilfreich. Vor allem, wenn entweder der Arbeitsspeicher ausgeht, was es nicht wird. Aber in erster Linie dazu, um Daten zu retten. Wir haben wenig Register und wir wollen vielleicht nicht immer den Pointer ausrichten und dann Daten da reinspeichern. Nein, wir können auch einfach auf einen extra Stack pushen und poppen. Außerdem, egal ob es Sinn macht in dieser CPU oder nicht, es geht darum, dass ihr das Prinzip von einem Stack halbwegs kennenlernt. In echt ist er natürlich weitaus komplizierter. Man kann dem ein Limit zuweisen. Man kann dem ein Segment im Arbeitsspeicher zuweisen, also wo er sich im Arbeitsspeicher befindet. Er befindet sich in echt meistens im Arbeitsspeicher. Bei uns ist es jetzt ein eigener Schaltkreislauf hier. So, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, so, hä, warum kommt das hier dahin, warum ist dann OR-Gate, schickt mir ein Bild von der besagten Stelle und ich werde es euch erklären. Am besten per PN, muss ich dazu sagen. So, was haben wir gemacht? Wir haben zuerst in den Registern das A-Register noch beim Pop enabled. Ausgegeben wird das A-Register sowieso die ganze Zeit, also können wir den Dateneingang von hier abzapfen. Bei Push und Pop ist Ziel und Quelle immer A. Ja, und hier haben wir einen Zähler gebaut, der sich bei Push inkrementiert. Das wäre die Stelle hier. Und bei Pop dekrementiert. Die Taktflanke hier ist auf fallende Flanke getriggert. Der Takt kommt jetzt hier, geht erstens in das Register. Oh, wichtig. Dieses Register darf natürlich nur bei Push und Pop, Push oder Pop, Inkre bzw. dekrementiert werden. Deswegen noch ein OR-Gate hier hochzimmern. Push oder Pop. Und hier bekommt er eben seinen Enable. So. Das war es so ziemlich zum Stack. Den können wir jetzt auch gleich mal testen. Ich werde wahrscheinlich wieder mit meinem schnieken Videobearbeitungsprogramm irgendwo hier die Befehle einblenden, welche ich gerade ausführe. Ich werde es trotzdem nochmal sagen. Initialisiere A mit 5. Jetzt steht in A eine 5. Die Opcode solltet ihr mittlerweile kennen. Wenn nicht, schaut es im Datenblatt nach. Oder, wie immer, ihr könnt auch gerne fragen. Jetzt haben wir in A eine 5. Und jetzt wollen wir diese A mal pushen. Also push. Jetzt schauen wir in den RAM. Oh, in Adresse 0 steht eine 5. Und der Pointer hat sich inkrementiert. Einwandfrei. Jetzt, weil wir cool sind, pushen wir ein paar Mal öfter diese 5 hier rein. So. Jetzt kommen wir zum Pop. Und da tritt etwas Komisches auf, was aber eigentlich gar nicht so komisch ist. Werdet ihr in, keine Ahnung, Folge 8, 9, 10, wenn wir dann, oder vielleicht sogar nächste Folge, wenn wir zum Befehlsspeicher, zur ROM kommen und den Befehlszähler und sowas.
dann werdet ihr sehen, warum dieses jetzt, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch erscheinen mag, gar nicht so komisch ist. Vielleicht kommt es euch auch gar nicht vor, komisch vor und ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir wollen jetzt mal erstmal, damit hier keine Fehler entstehen, im A wieder eine 0 reinschreiben. Haben wir in A die 0. Und jetzt, wenn wir poppen, sollte er eigentlich in A die 5 stehen. Also sollte in A diese Zahl stehen, die wir zuletzt gepoppt haben. Gepusht haben. Also, pop und führen aus. Jetzt das schockierende Erlebnis. In A steht gar keine 5. Warum steht in A keine 5? Hat damit zu tun, dass im RAM hier der Befehl kommt, dekodiert wird, dann steigt die Taktflanke. Es passiert noch nichts. Dann fällt die Taktflanke und die Adresse verringert sich. Und jetzt zeigt sie auf die richtige Adresse. Also jetzt zeigt sie eigentlich erst auf die Adresse, die wir poppen möchten, wenn man so will. Jetzt wird im nächsten Befehl zum Beispiel irgendwas ganz anderes ausgeführt. Und der Wert hier ändert sich. Sprich, hier würde jetzt sofort eine andere Zahl stehen, aber der Takt, erst wenn getaktet wird, dann wird dieser Befehl hier drauf geladen. Sprich, der Takt erreicht zuerst die ganzen Bauteile, bevor der Befehl sich ändert. Und deswegen wird der Wert noch hier reingeschrieben. Können wir mal testen. Zack. Ja, jetzt haben wir natürlich noch den Pointer dekrementiert. Nicht mal, wir haben es auf Push geändert, einwandfrei. Jedenfalls steht die 514a. So viel dazu. Ich könnte mal schnell was probieren. Moment. Ich habe ja noch Zeit. Jo. Ups, ich müsste reinzoomen. Funktioniert alles. Wie gesagt, der Wert wird erst beim nächsten Takt übernommen. Also es wird eine kleine Verzögerung geben. Er wird trotzdem übernommen. Also ihr werdet es ja noch sehen. Sprich, der Wert liegt ja noch hier am Eingang an. Dann kommt der Takt. Genau dann wird erst der neue Befehl geladen aus der Befehlsquelle, der jetzt nicht mehr Push oder sowas ist. Und genau in diesem Moment, weil diese Register hier alle auf steigender Flanke sind, wird der Wert noch überschrieben, bevor der Decoder hinten im RAM ausspringt und hier eine Null setzt. Wenn wir jetzt die Geschwindigkeit irgendwie ganz langsam machen würden oder zum Beispiel vergleichs mit Minecraft, dann wird der Takt zuerst hier ankommen, bevor der Decoder im Arbeitsspeicher sagt, okay, du bist gar nicht mehr dran, Befehl, wir machen dich auf Null. Jetzt könnte man meinen, yo, Minecraft Monkeys, Denkfehler, kannst du vergessen, weil der Takt ja überall zuerst hinkommt und deswegen auch den Pointer nochmal falsch dekrementiert oder doppelt dekrementiert. Kann ich euch aber sagen, nein, das ist der Trick mit der fallenden Taktflanke. Wenn der Takt nochmal steigt, wird zwar der Wert, der hier anliegt, im Register noch übernommen. Die Taktflanke ist aber jetzt auf hoch, der neue Befehl ist drin, wird hier als nicht mehr Push oder nicht mehr Pop dekodiert und deswegen wird dieses Register auch gar nicht mehr enabled. Dann fällt die Taktflanke wieder, das Register würde takten, macht es aber nicht, weil es nicht mehr enabled ist. Also insofern der Befehl sich geändert hat und nicht mehr Push oder Pop ist. Und demzufolge wird der Zähler auch nicht mehr dekrementiert. Dann machen wir mal ein Reset. Ich werde jetzt mal in den Stack hier eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 reinschreiben. Ich werde den Zähler auf Adresse 6 zeigen lassen. Wäre jetzt, glaube ich, der Zustand. Yo. Wir haben einmal gepusht, zweimal gepusht, dreimal gepusht, viermal gepusht, fünfmal gepusht, sechsmal gepusht. Wenn wir bei 0 anfangen, ist es natürlich 5, oder? Oder ist es 5? Ist es 5? Wisst ihr was? Wir pushen die ganzen Werte einfach mal rein. So machen wir jetzt in A eine 1, gehen auf Main, pushen. A2, pushen. 3, pushen. Okidoki. So hat sich alles richtig ausgerichtet, wie ihr seht. Und jetzt wollen wir diese Dinge hier wieder poppen. Deswegen auch die umgekehrte Reihenfolge. Wir haben zuerst 1 gepusht, dann 2, dann 3. Wenn wir poppen, kommt zuerst die 3 raus, dann die 2, dann die 1. Um das zu verdeutlichen, schreibe ich jetzt in A eine 0 rein. Gehe auf unser Main Circuit und mache Pop. So, A0. Takt. A immer noch 0. Nächster Befehl. Takt.
Jetzt wurde in A die 3 übernommen. Fällt, jetzt hat sich der Zähler auch dekrementiert und zeigt jetzt nicht mehr auf die 3, sondern auf die 2. Wird noch nicht übernommen. Jetzt beim Tack, Zack, wird die 2 übernommen. Die 1 liegt schon an. Und übernommen. Jetzt haben wir natürlich den Befehl, also den, das war das Beispiel, das ich gesagt habe, noch auf 1001 gelassen, während die Taktflanke gefallen ist. Und können das nochmal eben schnell simulieren. Muss es. Muss es schauen. 2 liegt an, wir speichern jetzt die 2 im A-Register. So, jetzt wollen wir die 1 speichern. Jetzt wollen wir noch die 1 ist eigentlich jetzt im, dieser Pop für die 1 war jetzt eigentlich jetzt in der CPU drin, weil die ja einmal, weil die ja einen Takt nachhängen. Und jetzt würde der Befehl, sagen wir mal, auf irgendeinen anderen Befehl umspringen. Also, hi, der Befehl ändert sich auf, was weiß ich, nicht Push oder Pop. Die 1 wurde übernommen, aber der Stackpointer wurde nicht auf irgendeine Minuszahl, also auf, hat er keinen Overflow und fängt jetzt nicht an, hier weiterzumachen. Die, ja, pff, ja, ihr solltet jetzt kapiert haben. Jetzt kann die Taktflanke fallen und das Ding hier wird sich nicht mehr dekrementieren. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Jo. Stack habe ich, glaube ich, oft genug erklärt. Ein kleiner Datenspeicher, entweder intern oder extern im RAM. Intern im RAM oder extern außerhalb vom RAM. Ist bei uns on die, im selben Circuit wie der RAM selbst. Benutzt auch denselben Ausgang. Was ihr machen müsst, ist das A-Register nochmal beim Pop enablen. Ihr braucht einen Zähler, einen Stack-Pointer, der bei Push inkrementiert wird, auf fallende Taktflanke getriggert ist und bei Pop dekrementiert wird. Enabled ist dieser Zähler nur bei Push und Pop. Getaktet wird er vom Standard-Clock, genauso wie der Stack vom Standard-Clock getaktet wird. Der Stack ist ein RAM mit 4-Bit-Adressen, 4-Bit-Daten, separate Ports zum Laden und Speichern, Dateneingang ist das A-Register, Adresseingang ist der Zähler, Datenausgang ist natürlich die Adresse, die gerade reinkommt. Die Befehle haben immer eine Latenzzeit dazwischen, aber das ist wie gesagt kein Problem, weil der Zähler auf fallende Taktflanke getriggert ist. Und wenn wir jetzt selbst Pop machen würden, dann ist er am Ende des Pop-Befehls ist der Wert noch nicht in A. Und beim, als nächster Befehl kommt Beispiel irgendein Befehl, der von A abhängt, zum Beispiel Add. Dann macht es nichts, weil Add reinkommt und genau wenn Add reinkommt, steht die Zahl im A-Register. Nehmen wir uns also diese kleine Verzögerung. Nehmen wir dazu unseren Gunsten. Jop. Stack arbeitet nach Last-In-First-Out-Prinzip und er ist 16 Bytes groß. Bitte nicht vergessen, die Ausgänge zu pullen. Und das war's. Relativ kurze Episode verglichen zu den anderen. Ihr solltet jetzt wissen, was der Stack macht, Opcode 8 und 9. Datenblatt wurde nicht geupdatet und diese Zirk-Datei wurde auch noch nicht upgedatet. Die werde ich updaten, wenn wieder irgendwas Größeres dazu kommt. Der Stack ist jetzt nicht so unglaublich schwer und ihr solltet auch imstande sein, den zu reproduzieren. Wenn nicht, auch gar kein Problem, fragt nach oder ich schicke euch die Zirk-Datei per PN. Wobei, wisst ihr was, ich werde sie einfach hochladen und wer will, kann sie sich runterladen. Also Zirk-Datei ist in der Beschreibung. Ich werde es auch nicht mehr, weil es da Kritik gab, werde ich auch nicht mehr auf upload.io hochladen, sondern auf irgendeinem Hoster, wo man nicht nur eine Datei alle 3 Stunden hat. In diesem Zustand wird die Datei jetzt hier landen. Moment. Hi. So, in diesem Zustand wird die Datei jetzt oben landen. Viel Spaß beim Nachbauen. Oder danke fürs Zuhören, Zusehen. Beim nächsten Mal machen wir mal den Programmspeicher oder die Flex. Weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch bis zum nächsten Video 1-2 Tage Auszeit nehmen. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Vielleicht kommt es morgen, vielleicht kommt es übermorgen. Ihr werdet sehen. Ich bemühe mich jedenfalls, die Serie so schnell wie möglich fertig zu bekommen, damit da keine großen Lücken zwischendrin entstehen. Ich mache es jetzt einfach mal ganz kurz und schmerzlos. Ciao, danke fürs Zusehen. Und sorry für das Geräusch. Ja, ciao.